Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video zur sechsten Sitzung unseres Seminars Wissenschaftskommunikation 2.0. Heute zum Thema Bilder der Wissenschaft, Metaphern und Visualisierungen. Wir hatten uns in der vorletzten Sitzung schon ausführlich mit Metaphern beschäftigt. Ich möchte das heute nochmals aufgreifen und ein bisschen vertiefen und dann vor allem auch auf das Thema Visualisierungen zu sprechen kommen. In der vorletzten Sitzung hatten wir uns zunächst das Modell der vertikalen Schichtung fachlicher Kommunikation angesehen mit der wissenschaftsinternen Kommunikation in Journalartikeln ganz oben und unten dann eben die populärwissenschaftlichen Darstellungen, zum Beispiel in YouTube-Videos. Und wir hatten gesehen, dass Texte, dass wissenschaftliche Informationen von oben nach unten im Zuge der populärwissenschaftlichen Vermittlung eine Reihe von Transformationen durchlaufen, die Jürg Niederhauser beschrieben hat als Techniken und Strategien populärwissenschaftlicher Vermittlung, sowas wie Reduktion der Informationsdichte zum Beispiel, aber auch Strategien wie zum Beispiel die Personalisierung. Und dazu hatten wir uns dann das Funkvideo angesehen über das Coronavirus und da hatten wir erstens gesehen, dass wir ganz viele dieser Techniken und Strategien da im Einzelnen finden können, die Ergebnisse dieser Strategien. Wir können aber auch die Transformation selbst ganz präzise nachvollziehen. Und das ist das Tolle an diesem Video, gerade auch für unsere analytischen Zwecke, weil in der Videobeschreibung war ja dieses Google Doc verlinkt, wo Hintergrundinformationen und Begleitinformationen untergebracht sind. Und da sind vor allem auch die wissenschaftlichen Quellen verlinkt, direkt verlinkt, dass man sich dahin dann durchklicken kann und dann kann man diese Vereinfachungen sozusagen rückwärts nachverfolgen bis hin zum eigentlichen Ursprung der Information. Ja? Und dazu hatten sie auch eine Übung gemacht, von der ich so begeistert war. Und dann hatten sie in der letzten Sitzung die Gelegenheit, sich mit dem deutschen Referenzkorpus zu beschäftigen. Das DERICO, was über dieses wunderbare Feature der automatisierten Themenannotation verfügt, was es uns erlaubt, ganz gezielt nach bzw. in Texten zu den Themen Populärwissenschaft und Gesundheit zu recherchieren. Auf meine Bitte hin hatten sie sich auseinandergesetzt mit der Formulierung "Wir wissen heute" und vergleichbaren Formulierungen und hatten auch sonst noch die Gelegenheit, mal auf gut Glück und nach eigenen Ideen dort zu recherchieren. Das werden wir nachher alles besprechen. Jetzt aber zum Thema Bilder der Wissenschaft. Ich erinnere nochmals daran, in der ersten oder in der zweiten Sitzung hatten wir uns mit den drei Tabus der Wissenschaftssprache besprochen. Ein Tabu war ja das Metaphern-Tabu. Das gilt natürlich nur eingeschränkt, denn wir müssen uns klar machen, dass schon wissenschaftliche Terminologien von Grund auf metaphorisch geprägt sein können. Nehmen wir mal sowas wie Kettenreaktion. Da steckt natürlich eine Metapher drin, die Metapher der Kette. Und als solches ist dann dieses Konzept, was dahinter steckt, auch verständlich. Ja, wir sprechen von Ozonlöchern, von Benzolringen und so weiter. Und das sind alles Metaphern, die als solche aber kaum mehr auffallen. Aber erst recht natürlich arbeiten populärwissenschaftliche Vermittlungen mit Metaphern. Von Christian Drosten hatte ich ja das Beispiel der Zellpolizei schon einmal thematisiert. Und Michael Klemm, dessen Aufsatz Sie zur Vorbereitung gelesen hatten, bringt es sehr schön auf den Punkt. Ich möchte die entscheidende Passage hier gerne zitieren. Metaphern sind notwendig, um überhaupt die komplexe und oft der unmittelbaren Anschauung entzogene Welt der Naturwissenschaften zu verstehen. Aus Laiensicht, darum geht es hier, geht es doch oft um winzige oder gar unsichtbare Objekte und Phänomene, die konträr zu unseren Alltagserfahrungen, Alltagsvorstellungen liegen. Erst Metaphern ermöglichen, dass Laien in etwa nachvollziehen können, was an diesen Mikrowelten passiert. Metaphern besitzen somit eine wichtige Brückenfunktion, auch das eine Metapher, indem durch sie ein unbekannter Wissensbereich über die Analogie mit eigenem Erfahrungswissen erschlossen wird. Ja, das hatten wir auch schon besprochen, wenn es dann heißt, das Virus reist als blinder Passagier in den Körper und ähnliches. Von blinden Passagieren haben wir irgendwie eine Vorstellung und verbinden damit gewisse Assoziationen. Und dann wird dieses Infektionsgeschehen, das ja sehr komplex und vor allem sehr abstrakt ist, irgendwie anschaulicher und besser nachvollziehbar, auch ohne dass man allzu präzise wissenschaftliche Vorbildung haben muss.
Es ist nun so, dass sich einzelne Metaphern typischerweise zu Metaphernfeldern verbinden. Das ist etwas, was Harald Weinrich in Analogie zum Begriff des Wortfelds mal das Bildfeld genannt hat. Und wir finden dann auch, gerade wenn wir uns Texte anschauen, dass dann einzelne Metaphern zu ganzen Metaphernfeldern ausgebaut werden und so dann kohärente Texte gestrickt werden, in denen sich eine Metapher durch den ganzen Text durchzieht und immer durchvariiert wird. Hier nur mal zwei Beispiele. Wenn wir von Abwehrkräften sprechen, wie wir umgangssprachlich das Immunsystem ja auch nennen, hier ist ja durch die Rede von Abwehr ja schon so eine militärische Metaphorik aktiviert. Und das Ganze lässt sich fortsetzen, indem man dann eben von den T-Helferzellen von Angriffstruppen spricht, der Körper wird zum Schlachtfeld, sie ein ganzes Waffenarsenal aufbietet und sie können das jetzt selber sich mal überlegen, wie man das Ganze fortsetzen könnte und wie man daraus eine Geschichte bauen könnte. Oder nehmen wir sowas hier aus dem Bereich der Genetik, wir sprechen ja vom genetischen Code, auch das ist eine Metapher und dann finden wir manchmal, dass dann von Kopierern die Rede ist, und von Botschaften, die in diesem Code abgelegt sind oder dass im Zuge von Mutationen einzelne Teile des Textes überschrieben werden. Und auch hier lässt sich also diese Code-Metapher ausdifferenzieren und auch daraus lassen sich anschauliche, kohärente Geschichten bilden. Ja, und solche Metaphernfelder werden dann auch in der kognitiven Linguistik als mentale Modelle beschrieben. Und da ist ganz wichtig zu sehen, dass die eine wahrnehmungsstrukturierende Funktion haben. Sie setzen also an einer ganz basalen kognitiven Ebene an, wie wir überhaupt die Informationen verarbeiten, wie wir unsere Wahrnehmungen verarbeiten, kann geprägt werden durch die zu Metaphernfeldern verbundenen Metaphern, die wir nutzen, um diesen Erfahrungen sprachlich Ausdruck zu verleihen. Ja, und solche mentalen Modelle spielen natürlich auch eine ganz zentrale Rolle in der Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse in populärwissenschaftlichen Kontexten. Aus produzierenden Sicht, also was Wissenschaftsjournalistinnen hier tun müssen, gilt es bestimmt, immer das richtige Maß zu wahren zwischen Anschaulichkeit und Simplifizierung, zwischen Erhellung und Mystifizierung, dazu hat sich ja auch Clem schon geäußert, dass viele Metaphern eben dann auch hart an der Grenze zur Unterkomplexität sind, ja, und manchmal auch erhellend sein können, aber manchmal eben auch mystifizieren. Gerade die Metapher des blinden Passagiers verstellt doch vielleicht durch gewisse Assoziationen den Blick zu sehr, als dass es wirklich allein dem Erkenntniszuwachs dienen könnte. Ja? Also hier haben bestimmt Wissenschaftsjournalistinnen eine besondere Herausforderung, da den schmalen Grat zu finden. Gut, und das wären also die sprachlichen Bilder und jetzt ein bisschen Input noch zu den anderen Bildern, eher im engeren Sinne, Abbildungen, Visualisierungen und so weiter. Auch hier ist es zunächst mal so, wie Clem festhält, dass wissenschaftliche Argumente und die ihnen zugrunde liegenden komplexen Sachverhalte, die eben Wissenschaft ausmachen, die können sprachlich geschildert werden, aber natürlich werden sie auch in Bildern visualisiert. Und besonders interessant sind dann gerade in wissenschaftsvermittelnden Kontexten bestimmt Infografiken, aber auch Diagramme. Da haben Sie alle was vor dem inneren Auge, weil wir ständig mit solchen Dingen umgeben sind, gerade jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie. Auch hier möchte ich wieder Clem zitieren. Solche Grafiken reduzieren die Informationsfülle auf wenige sichtbare Aspekte und machen aus dem logisch komplizierten verbalen Nacheinander ein Nebeneinander. Räumliche Verhältnisse und quantitative Proportionen springen geradezu ins Auge. Scheinbar müheloses und voraussetzungsarmes Schauen löst das komplizierte Lesen ab. Die Aktivierung auch des visuellen Gedächtnisses mag eine höhere Behaltensleistung hervorrufen. Was Clem hier beschreibt, lässt sich, wie ich meine, wunderbar nachvollziehen an diesem berühmten Diagramm, das Sie ganz bestimmt alle kennen. Also warum brauchen wir diese Maßnahmen, in denen wir gerade drinstecken und die jetzt gerade erst so langsam gelockert werden? Etwas, was unter dem Schlagwort Flatten the Curve läuft, lässt sich hier auf einen Blick
nachvollziehen. Ja, also es gibt Ansteckungen und die lassen sich, solange es keinen Impfstoff gibt und solange es kein Medikament gibt, auch nicht verhindern. Es passiert eben einfach, dass dieses Virus sich weiter verbreitet, solange bis die sogenannte Durchseuchung erreicht ist. Die Frage ist nur, schafft man es, die Ansteckung zu verlangsamen, damit diese entscheidende Linie, die man hier in der Mitte sieht, nicht überschritten wird. Ja, und dieses Phänomen könnte man nun versuchen, in Worten zu erklären, warum es das braucht. Das lässt sich aber natürlich abkürzen, indem man es einfach aufzeichnet. Ja, und hier sieht man ja auch, dass wir zwei Szenarien haben, einmal mit und einmal ohne Maßnahmen. Und das Ganze lässt sich eben in einem Bild übereinander gelegt sehr schön visualisieren. Ja? Und das ist bestimmt so der Inbegriff des Corona-Diagramms, was derzeit kursiert. Es gibt aber auch innerhalb der wissenschaftlichen Kommunikation, der wissenschaftsinternen Kommunikation, auch solche Visualisierungen. Das sind Datenvisualisierungen, mit denen man als Laie aber überhaupt nichts anfangen kann. Also wir haben hier eine Idee, hier geht es irgendwie um Genomic Structure und Phylogenetic Tree, also irgendwie, wie verhalten sich die einzelnen Coronaviren? Hier ist MERS, SARS, haben wir vielleicht alle schon mal gehört, und wie verhalten die sich zueinander und wie stellt man das fest? Und das ist nun eine Darstellung hier aus diesem Artikel hier entnommen, wo man als Laie völlig aufgeschmissen ist. Dem kann man nichts entnehmen, ja? Woran man sieht, dass natürlich auch Bilder müssen gelesen werden können. Ja? Nehmen wir dann sowas, das ist jetzt sozusagen auf der Hälfte zwischen so einer populärwissenschaftlichen Vermittlung und der wissenschaftsinternen Kommunikation. Das ist ein Lehrbuch. Hier finden wir die Lytic Replication Cycle of an Enveloped Virus. Hier geht es um das Tollwut-Virus, wie sich das also repliziert. Und hier finden wir so eine schematische Darstellung. Hier wird der Cycle, also der Replikationszyklus, wird hier auch tatsächlich als Kreislauf visualisiert, was natürlich so in echt nicht stattfindet. Ja? Und hier wird sozusagen die zeitliche Abfolge räumlich dargestellt, eben als Kreislauf und auch die Proportionen und so weiter. Das stimmt ja alles überhaupt nicht, aber es dient eben der Veranschaulichung. Ja, auch sowas leisten wissenschaftliche Darstellungen, bildliche Darstellungen. Interessant sind hier natürlich gerade auch die Text-Bild-Kombinationen, ne? Also die Beschriftungen, auch sowas wie Pfeile. Das sind ja alles doch symbolische Darstellungsmittel zusätzlich zu den ikonischen Darstellungsmitteln, um es jetzt mal semiotisch auszudrücken. Das hier ist noch eine interessante Visualisierung, die ich auch noch mal erwähnen möchte, weil das der Inbegriff einer klassischen Datenvisualisierung ist. Also hier haben wir Listen im Hintergrund, einfach Listen mit Infektionszahlen, die eben abgelegt sind in den Datenbanken der Johns Hopkins Universität. Und das Ganze wird hier aber automatisiert visualisiert, indem hier die Größe der Zahlen in die Größe der Kreise übersetzt wird und eben wahrscheinlich ist in der Spalte noch angegeben, für welches Land diese Daten zutreffen und das wird dann eben hier auf der Karte verortet. Solche Visualisierungen sind vollautomatisiert. Da gibt es einen Algorithmus, der einmal festlegt, wie die Visualisierung abläuft und dann können dann immer wieder neue Daten reingelesen werden und die Darstellung wird aktualisiert. Die Darstellung ist auch interaktiv, das heißt, in der eigentlichen Variante kann man dann hier draufklicken, dann öffnet sich nochmal so eine Legende, wo man dann die einzelnen Zahlen im Detail nachlesen kann. Und gerade solche interaktiven Grafiken sind ja gerade für die neuen Medien bestimmt sehr typisch. Und die hat Klemm in seinem Aufsatz noch nicht so umfassend im Blick. Die sind aber gerade jetzt in der Corona-Krise jetzt bestimmt stark in den Vordergrund gerückt, auch gerade weil diese Seite so populär geworden ist. Wir können mal jetzt aus diesen wenigen schlaglichtartigen Beispielen mal Schlussfolgern, Visualisierungen und Grafiken.
sind nicht einfach nur Darstellungen von einer Wirklichkeit, also nicht einfach nur sowas wie Fotografien, sondern sind natürlich selber rhetorische Mittel, sind Teil einer visuellen Rhetorik, werden gezielt eingesetzt. Manches wird überbetont, anderes wird eher ausgelassen, um damit bestimmte argumentative Zwecke zu erfüllen. Interessant ist ja auch hier die rote Farbe. Das könnte man ja auch anders machen, aber gerade das Rot hat zumindest auf mich schon einen sehr dramatisierenden Eindruck, weil es irgendwie so an Blutstropfen oder Ähnliches möglicherweise erinnern könnte. Ja, auf jeden, oder sowas wie, also Rot ist ja so eine klassische Warnfarbe. Das spielt bestimmt mit rein bei der visuellen Gestaltung dieser Grafik. Na, das heißt, Zeichenkomplexe, multimodale Zeichenkomplexe, so nennt man das ja, wenn nicht nur, wenn sich verschiedene Zeichenmodi, wie zum Beispiel Text und Bild miteinander verbinden. Die haben explanative und auch argumentative Funktionen. Sie erklären Dinge, aber man kann damit eben auch für oder gegen etwas Bestimmtes argumentieren. Und gerade auch die Text-Bild-Beziehungen spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Bilder von Wissenschaft, das möchte ich hier noch ergänzen. Und gerade auch in der Populärwissenschaft lassen sich nach der Terminologie von Ludwig Jäger auch als Transkriptionen beschreiben. Sie kennen den Transkriptionsbegriff vielleicht aus der Gesprächslinguistik. Ludwig Jäger verwendet ihn noch ein bisschen allgemeiner, wenn überhaupt von einem Zeichensystem etwas in ein anderes Zeichensystem übersetzt wird. Das nennt er Transkription und beschreibt es als eine weiterverarbeitende Erzeugung von Sinn. Mit der Idee dahinter, dass jedes Zeichensystem einen gewissen Eigensinn in sich trägt und dass, wenn wir also Wörter in Bilder übersetzen, also etwas visualisieren oder dann Visualisierungen nochmals in andere Visualisierungen überführen mit anderen grafischen Mitteln, immer neue Sinnschichten erzeugt werden und dass auch diese Darstellungsmittel als solche schon einen Eigensinn eben entwickeln. Ja, und das, dazu hat Hekerin 2018 einen interessanten Aufsatz geschrieben, wo sie zeigt, wie Bilder, also fMRT, Bilder aus der Hirnforschung, wie die in der wissenschaftsjournalistischen Darstellungen dann nochmals weiter bearbeitet, nochmal weiter in der Komplexität reduziert werden und so weiter, farblich nochmals aufgeladen werden. Ja, und erinnern wir uns bei Corona daran, dass das Coronavirus wird ja immer mit diesen roten Nöppeln visualisiert. Natürlich hat das Virus keine Farbe, ja, aber dass nun gerade rot, dass gerade so rote Nöppel sind, ist so eine Darstellungskonvention, die sich jetzt entwickelt hat, die aber nicht uninteressant ist, sich mal zu fragen, warum eigentlich gerade rot. Ich möchte noch einen letzten Aufsatz empfehlen, der interessant ist für unseren Zusammenhang. Nämlich hat sich Daniel Pfurtscheller 2016 mit der Ebola-Berichterstattung auseinandergesetzt, mit einem besonderen Blick auf Bilder in der Ebola-Berichterstattung. Die beschreibt er als Journalismus an der Schnittstelle von Nachrichten und Wissenschaftsjournalismus. Und das lässt sich bestimmt sehr gut übertragen auf das, was wir gerade jetzt bei der Corona-Pandemie erleben. Denn natürlich sind das News, ja, tagesaktuelle News, aber eben aus einer wissenschaftsjournalistischen Perspektive. Ja. Und gerade dieses Wechselspiel ist bestimmt interessant. Und Furtscheller beschreibt in der Ebola-Berichterstattung so ein paar Visualisierungsstrategien, zum Beispiel Metonymien, weil das Ebola-Virus als solches sich nur schwer oder das Infektionsgeschehen sich als solches nur schwer visualisieren lässt, auf eine anschauliche, spannende Art und Weise kann darauf zurückgegriffen werden, dass viel mehr Wirkungen des Virus dargestellt werden. Ja, und dann sind Personalisierungen hier ganz zentral, dass zum Beispiel Betroffene, also kranke Personen oder auch medizinisches Personal, was beteiligt ist, ja, das sind mögliche Weisen, sowas Abstraktes wie das Ebola-Virus oder das Ebola-Infektionsgeschehen bildlich darzustellen. Und interessant sind auch damals bei der Ebola-Berichterstattung schon die 3D-Modellierungen des Virus, so Raster-Elektronenmikroskopaufnahmen, auch hier wieder farblich aufwendig gestaltet. Das sind bestimmt Dinge, die man gut übertragen kann, auch auf Corona. Was jetzt allerdings neu ist, Ebola ist ja sehr punktuell gewesen. Jetzt sind wir mit Corona in einer Pandemie, die wirklich weltweit
umspannend ist. Und deswegen ist der epidemiologische Aspekt nochmals viel relevanter. Und gerade solche Verlaufskurven, wie wir es bei diesen und diese Karten mit den Infektionshäufigkeiten und so, das sind bestimmt auch hier Visualisierungsstrategien, die man speziell auf Corona bezogen hier nochmals ergänzen müsste. Ich hatte Sie gebeten, zur Vorbereitung selber mal auf die Suche zu gehen nach interessanten Bebilderungen der Corona-Krise. Dazu haben Sie hier in diesem Padlet schon mal erste Dinge gesammelt. Das ist ein Screenshot von vorhin 14 Uhr. Da kommt bestimmt noch was dazu, bis wir uns in der Sitzung treffen. Und damit wollen wir dann arbeiten. Alles Weitere dann auf einem Arbeitsblatt. Hier die Literatur, die ich erwähnt habe. Ich danke Ihnen. Bis im Kurs.